So, heute geht's weiter mit Watch Dogs und wir machen mal ein kleines Missionchen und die heißt Clan Kellys neuer Export. Dazu müssen wir erstmal eine Möglichkeit finden, überhaupt hier reinzukommen. Ich glaube nicht, dass das so mega einfach wird. Hacken. Fuck, Clan Kelly hat Angel hierher gebracht? Der Ort gefällt mir nicht, Bro. Ganz und gar nicht. Komm schon, Kopf hoch. Wir finden ihn. Es gibt ein Kameranetzwerk, über das wir vielleicht rauskriegen, wo sie ihn hingebracht haben. Super. Ein Kameranetzwerk. Habe ich aber eine Falle, wo ich da mal... Da, hey, habt ihr das gehört? Wir müssen das beenden. Los! Was ist denn hier? Müssen wir da hoch oder was? Perfekt da. Ah, da komme ich von hier, glaube ich, nicht ran, oder? Mac, wir haben ihn verloren. Jemand hat uns gehackt. Spürt den Eindringling auf! Hier. Tot. Ja, die Jungs und Mädels sind natürlich übelst in Bereitschaft, aber ich muss gerade gucken, ob ich da wirklich einen Fick... Ob ich da mal einen Weg finde, der... Fuck! Schau dich um! Wenn du mal das, den Weg übers Dach. Halt! Raus. Wir haben die Spur verloren. Beeilen wir uns und greifen auf das Netzwerk zu. Ja, abwarten.
Ich hätte zumindest mal gerne einen Überblick gehabt, was so überhaupt so an Feinden rumrennt. Aber scheinbar ist es nicht so viel, was wir haben. Aber das ist, soll mir persönlich recht sein, weil umso besser ist es. Umso mehr Ruhe habe ich. Da ist auf jeden Fall was. Was war das? Hey, du! Hä? Tot. Tot. Klar, ein bisschen Ruhe. So. Was heißt da müssen wir hin? Ich hab was gesehen. Ich mach mir mal so ein bisschen die Tür auf. Türchen ist offen. Shit. Wo ist der hin? Das nehmen wir alles mit. So. Ist wieder so ein Audio-Ding, das nehmen wir mit. Mann, was? Was ist denn los, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Du wirst nicht glauben, was ich sehe. Fuck. Die verbrennen Leichen. Tote Menschen. Hier kommt eigentlich nie jemand hin. Perfekt, um einen durchzuziehen. So, interagieren wir das ganze Ding mal. Was? Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen. Aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann haben wir einen Plan. Na dann, müssen wir runter. Aber ich gucke jetzt mal gerade wegen dem Scheiß-Technik-Punkt da. Den will ich mich immer noch mitnehmen. Der muss also hier oben auf dem Dach irgendwo liegen. Und wenn ich schon mal hier oben bin, dann kann ich ihn noch mitnehmen. Der ist hier, scheinbar, irgendwo. Sind wir denn da? Da ist er. So, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir den halt direkt mit. So, durchsuche den Keller. Oder untersuche, wie auch immer. So. Dann gehen wir... die Frage ist, gehen wir lang hier außen vorbei. Ist das möglich? Bei Feinde sollten ja jetzt wirklich nicht mehr viele unterwegs sein. Weil, ja gut, ich weiß nicht, was unten rumrennt, ne? Hier zumindest irgendwie mal. Türriegel schlägt Technologie. Ja. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Welcher Müllschacht? Entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Echt genial. Na, Happy Birthday, das heißt, wir sollten da runter, oder was? Oder wie sind wir da durch? Da, dann runter. Ja. Also, Leichen. Hoffentlich nur... Sieht auf, wie sie das Puppen. Das wäre super. Oh, scheinbar nicht. Oh nein. Erledigt.
so. Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Na dann. Komm schon, hab dich auch gehört. Hier bin ich. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Okay. Das Arschloch war bereit für einen Kampf. Im Ernst? Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Moment. Heißen Sie Caitlin Lau? Sind Sie von den Bullen? Wir haben Ihre Videos gesehen. Ganz schön tough, ganz alleine Mary Kelly zu verfolgen. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel... Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nee, ich habe einen Freund aus dem EPC verfolgt. Jetzt bin ich hier. Es ist doch zum Kotzen, oder? All die vermissten Personen landen hier. Genauso. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Aufpassen! Hey! Ich werde einen Kumpel rufen. Jemanden, der sie in Sicherheit bringt. Ich bleibe zurück und finde Angel. Und ich finde ihre Daten. Sie scheinen wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Shit. Schätze, das heißt, wir sind jetzt beste Freunde. Denn Detzek hat es jetzt auf Mary Kelly abgesehen. Hm. Okay. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Suche nach Angel Lopez. Er sagt, du wartest hier drin? Zusammen sind wir stärker. Ja, zusammen sind wir stärker. Dann lauf aber bitte nicht... Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Das ist klarer Mord. Mary Kelly stiehlt Organe, um ihr blutiges Reich zu finanzieren. Tot. Fuck, echt. Was ist mit ihren Gesichtern passiert? Dex, Bro, mach eine Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Hm. Du bist gerade auf die Kamera zu greifen, warte mal. Witzheck. Ach, hier. Erste Foto. Negativ. Clan Kelly darf damit nicht davonkommen. Das ist echt krank und diesen Leuten muss Gerechtigkeit widerfahren. Ziehen wir Mary Kelly aus dem Verkehr. Gut, dann müssen wir noch zwei Fotos machen. Das machen wir auch. So, Foto, also Kameras. Warte mal. Versuchen wir es mal. So, laden wir es hoch. Mal gucken. Leider muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Ach, scheiße. Fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber hätte nie gedacht, dass der Zack in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für Detzek oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? So, beschaffe Caitlins Beweise. Das machen wir noch. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh. Upsi, Entschuldigung, mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet, aber Berufsrisiko. So, dann interagieren wir mal mit dem Ding. Und haben sie. Und jetzt verlassen.
und verlassen wir jetzt. Du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Scheiße, so ist es. So, Tür auf. Und tschüss. Was passiert hier? Eto. Der Zack, Caitlin La. Liefern? Ach so, ja. Aha. Hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Ich hätte das niemals voraussehen können, aber ich bin froh, dass Dedzek mit Ihnen zusammenarbeitet. Mit Ihrer Erfahrung und unseren Mitteln können wir verhindern, dass Mary Kelly noch mehr Menschen verletzt. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bexmann, wir müssen uns alle im Versteck treffen, die Dateien ansehen und überlegen, was wir tun. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. So, Mission abgeschlossen. Clan Kellys neuer Export. Bloody Mary Kelly. Scheinbar müssen wir sie danach murksen. Oh, das war cool. So. Die Zeck-Agenten haben viel zu tun, aber du kannst dir mit App-Jobs etwas dazu verdienen. Da kannst du deine Arbeitszeiten selbst bestimmen. Viele Leute zahlen gut dafür, ihre empfindlichen Stücke in geschickte Hände zu geben. Und manche bezahlen dich sogar für Lieferungen. Haha, ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. So, potenzielle Rekrutin, aber... immer, ich muss gerade gucken, wegen der Karte. Was haben wir hier? Ein Schießtrainer. Und im Zweifel haben wir noch eine Hauptmission, die hier oben ist. Was machen wir dann als erstes? Komm, wir machen die Rekruten. Ich werde trotzdem in der nächsten Folge erst machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Watch Dogs. Und dann, ja, nochmal Schießtraining.